Wir haben uns heute hier zusammengeführt, um über Malte und die widerwärtige Tat am Dampfer zu sprechen. Münster. Mein Name ist Marc Bellinghaus. Ich habe vor 2 Jahren die Initiativbewegung Saturdays for Children gegründet, nachdem Münster von dem abartigen Kindesmissbrauch geschockt wurde. Und ich habe mich heute entschlossen, auch über diese andere Seite Münsters zu reden, was leider auch getan werden muss. Ich finde es wundervoll, dass 6.500 Leute sich hier aufgemacht haben, hier zu sein. Und dafür danke ich euch mit einem Applaus. Wie ihr seht, trage ich meine jüdische Kippa und ich trage auch mein christliches Kreuz. Ich bin sozusagen ein schwuler jüdischer Christ. Ein schwuler christlicher Jude. Und ich möchte an dieser Stelle von der jüdischen Gemeinde Münster eine wirklich ernst gemeinte Kondolenz und Mitgefühl für diesen unglaublichen, unfassbaren, unaussprechlichen Tod eines jungen 25-jährigen Menschen ausdrücken. Was wir keinesfalls vergessen sollten, und das sollte auch die zukünftige Arbeit zum Thema des Todes von unserem Bruder, unserer Schwester, unserem Brother, unserer Sister Malte zeigen. Zivilcourage. Malte hat das getan, was der barmherzige Samariter tun würde. Er hat 2 lesbische Mädchen verteidigt. Und das muss für immer in unserem Kopf bleiben. Und so werden wir Malte gedenken. Malte ist ein queerer Held. Und warum ich auch heute hier bin, ich kann euch einen Beweis zeigen. Ich bin vor 5 Jahren am Bundenturm, dem sogenannten Liebeshügel, brutal überfallen worden. Ich hatte einen Glücksengel. Malte hatte keinen mehr, leider. Ich war gestern im Dom, da war auch unser wunderbarer Oberbürgermeister Markus Lewe. Er ist jetzt leider schon gegangen. Ich hätte ihn nämlich sehr gerne auch ganz spontan auf die Bühne gebeten, um ein paar Worte an uns alle zu richten, als erster Bürger Münsters. Aber vielleicht macht das Frau Paul. Ich war auch hier im Rathaus im April. Das war das 50. Jubiläum der ersten schwulen Demo Deutschlands. Aber Münster, das ist der erste tote Hate Crime in Münster. Und das ist schockierend und das darf nicht wieder passieren. Da müssen wir alle zusammenarbeiten, alle, wie wir hier sind und wie wir hier nicht sind. Ich möchte euch bitten, helft gegen diesen Hate Crime vorzugehen. Und bitte sagt es weiter. Und klärt eure Kinder auf. Es sind viele heterosexuelle Pärchen hier. Ich fordere euch auf, bitte, bitte seht uns nicht als den Virno. Wir sind wie ihr. Wir adoptieren gerne Kinder. Und als Israeli bzw. als jüdischer Christ möchte ich euch auch daran erinnern, dass Israel das erste Land war, wo Schwule heiraten durften. Das wissen viele nicht. Es ist so.
Also Brüder und Schwestern, steht in Solidarität weiter zusammen. Schulter an Schulter, Herz an Herz. Und ich würde jetzt gerne, Frau Paul, wenn Sie möchten, ein paar Worte sagen. Es wäre schön, oder Herr Kollmann, Entschuldigung, SPD oder, nein, ist das nicht gewünscht, okay. Alles klar, das verstehe ich auch. Ich hätte gerne den Herrn Lebe gesehen, weil er war ja hier und ich finde es wunderbar, dass Sie nicht, dass die Politik uns nicht vergisst und auch vergessen hat. Herr Wüst, unser Ministerpräsident, saß ja auch hier im April. Also, es ist ein wunderbares Zeichen und ich danke euch herzlichst. Alles Gute und auf Hebräisch sagt man Lehi Traut, Malte. Auf Wiedersehen, Malte.